Wir bauen heute einen Discord-Bot, der Benachrichtigungen in den Chat schreibt, sobald bestimmte Streamer auf Twitch online gehen. Das Ganze machen wir mit Python und ich erkläre dir, wie du Schritt für Schritt so einen Bot bauen kannst und wie du dies später als eigenständige Anwendung auf deinen Rechner oder auf einem Server laufen lassen kannst. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, dies umzusetzen: Push oder Pull. Push bedeutet, Twitch gibt uns Bescheid, wann ein Streamer online ist. Pull bedeutet, dass wir Twitch fragen, ob ein Streamer online ist. Wir werden heute die zweite Variante benutzen. Los geht's! Okay, also zunächst müssen wir rausfinden können, ob ein Streamer online ist oder nicht. Dazu hat Twitch die sogenannte Helix API. Stellt euch eine API so vor wie eine Sammlung von Internetadressen, auf die ihr mit eurem Programm zugreifen könnt, um Informationen zu bekommen. Wie zum Beispiel, ob ein Streamer online ist oder nicht. Sicherheit geht vor, darum kann man auf diese API natürlich nicht einfach so zugreifen. Wir brauchen zuerst eine Twitch-Anwendung. Um eine Anwendung zu erstellen, geht ihr einfach auf dev.twitch.tv. Dort angekommen, könnt ihr euch oben rechts mit Twitch einloggen. Ihr klickt auf Autorisieren. Wenn ihr eingeloggt seid, klickt ihr einfach oben rechts auf Your Console. Für diesen Anwendungsfall heute wollen wir eine neue Anwendung erstellen. Wir klicken also auf Anwendungen und registrieren hier eine neue Anwendung. Ihr könnt hier jetzt einfach einen beliebigen Namen angeben für eure Anwendung. Ich nenne das Ganze einfach VoJ Notify. Und als nächstes könnt ihr hier eine OAuth Redirect URL angeben. Was das genau bedeutet, erkläre ich euch gleich noch. Aber zunächst tragt einfach HTTP Localhost ein. Als Kategorie wähle ich jetzt einfach mal Other. Ich bestätige, dass ich kein Roboter bin. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Berge oder Hügel? Na, gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist ein Berg. Das ist ein Berg. Das könnte ein Berg sein. Bestätigen. Hurra, ich bin kein Roboter. Und weitere Details sollen wir auch noch angeben, bevor wir auf Erstellen klicken. Hier gebe ich einfach an Twitch Notification Bot for Discord. Ich klicke jetzt auf Erstellen und habe eine neue Anwendung registriert. Sie heißt VoJ Notify und taucht jetzt hier auf. Wichtig ist jetzt, klickt hier auf Verwalten. Dann scrollt ihr hier nach unten und es gibt jetzt zwei wichtige Dinge, die ihr euch notieren müsst. Zum einen die Client-ID, die habe ich hier jetzt natürlich unleserlich für euch gemacht. Notiert euch die Client-ID, die brauchen wir noch im späteren Projekt. Dazu klickt ihr dann auf Neues Geheimnis, dann wird ein neues Geheimnis generiert und taucht hier auf. Auch das habe ich natürlich jetzt unleserlich gemacht. Ihr solltet es für euch irgendwo speichern, wo es sicher ist. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal in einen Texteditor kopieren. Dort ist es sicher verwahrt, bis wir es gleich brauchen. Die Seite könnt ihr jetzt einfach schließen, wir haben, was wir brauchen. Als Erinnerung, wir wollen mit der Helix API von Twitch reden, um herauszufinden, ob ein Streamer online ist. Mit der Helix API redet ihr aber nicht mit eurem Secret, sondern mit einem sogenannten OAuth Token. OAuth steht für Open Authorization. Das ist ein offenes Standardprotokoll für sichere API-Autorisierung. Stellt es euch so vor, anstatt mit der API direkt mit eurem Passwort zu reden, generiert ihr euch ein OAuth-Token für jeden Anwendungsfall und redet mit diesem OAuth-Token mit der API. Wenn jetzt dieser OAuth-Token geleakt wird aus irgendeinem Grund, dann ist nur diese eine Verbindung kompromittiert, euer Passwort ist immer noch sicher. Zusätzlich haben diese Token ein Ablaufdatum, sodass man sie regelmäßig neu generieren muss. Das ist einfach eine zusätzliche Sicherheit und deswegen ist OAuth auch so weit verbreitet. Long story short, wir brauchen also noch ein OAuth-Token. Dieser Token ist bei Twitch 60 Tage gültig. Danach müsst ihr einen neuen OAuth-Token generieren. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie kriegen wir eigentlich einen OAuth-Token? Nun, ganz einfach. Wir werden das Ganze programmieren. Wir werden einen Python-Code schreiben, der uns mit unserem Secret einen neuen OAuth-Token generiert. Das ist gleichzeitig der erste Teil von dem Programm, welches wir schreiben wollen heute. Wie genau das funktioniert, seht ihr hier in der Twitch-Dokumentation, aber keine Sorge, ich werde dir das Schritt für Schritt erklären, du brauchst das nicht lesen. Im Grunde müssen wir einen sogenannten Post-Request an Twitch senden mit unserem Secret und der Client-ID, also die beiden Sachen, die wir uns notiert haben, und dann bekommen wir einen Token zurück. In Python ist das gar kein Problem, also lasst uns direkt loslegen und das Projekt aufsetzen. Wie immer arbeiten wir hier mit der PyCharm IDE, die es auch kostenlos als Community-Edition gibt.
Wir fangen an, indem wir ein neues Python-Projekt erstellen. Ich nenne das Ganze VoJNotify. Ich erstelle hier auch eine neue virtuelle Umgebung, in der das Projekt ausgeführt wird, und als Base-Interpreter nehme ich Python 3.9. Mit einem Klick auf Create erstellen wir das Projekt. Wir haben jetzt hier unser frisches Projekt. Ich möchte euch kurz zeigen, welche Plugins ich benutze, denn einige davon könnten für euch ganz nützlich sein. Unter Installed in den Einstellungen findet ihr die installierten Plugins und hier seht ihr die Liste der Plugins, die ich installiert habe. Wichtig hier ist natürlich die Neon Progress Bar. Aber abgesehen davon kann ich nur empfehlen, das Requirements Plugin zu benutzen. Diese Dateien werden von Python benutzt, um die Abhängigkeiten an zentraler Stelle zu definieren. Das werden wir später auch machen und brauchen. Ihr habt hoffentlich noch eure Client-ID und euer Client-Secret irgendwo sicher gespeichert. Wir wollen jetzt erstmal diese Informationen in unser Programm übertragen. Das machen wir, indem wir es in einer sogenannten Config-Datei speichern und diese dann im Programm auslesen. Wir erstellen also erstmal eine Config-Datei und als Format nehmen wir JSON, denn dies wird von Python sehr gut unterstützt. Ich nenne die Datei config.json und an dieser Stelle müsst ihr jetzt entsprechend folgendes Format wählen. Wir fangen an mit geschweiften Klammern, haben dann hier den Bezeichner, in diesem Fall Client-ID, und fügen hier unsere Client-ID ein. XXX ist natürlich hier nur ein Platzhalter. Ihr solltet eure richtige Client-ID hier einfügen. Dasselbe machen wir mit dem Client-Secret. Und auch hier fügt bitte das Client-Secret ein, was ihr euch von Twitch notiert habt. Wir werden es gleich so bauen, dass wir uns einen Access-Token von Twitch holen. Auch den wollen wir später in dieser Konfigurationsdatei speichern. Ich werde schon mal einen Platzhalter dafür anlegen und nenne diesen Access-Token. Hier könnt ihr einfach XXX eintragen und später ersetzen wir es dann mit dem tatsächlichen Token. Das soll es erstmal gewesen sein für unsere Config-Datei. Wir erstellen jetzt eine neue Python-Datei, die nennen wir twitch.py. In dieser Datei werden wir quasi alles einbauen, was damit zu tun hat, wie wir mit Twitch reden. Zum Beispiel, wie wir uns den Token holen, aber auch, wie wir Twitch fragen, ob ein Nutzer online ist. Der erste Schritt ist natürlich, dass wir unsere Config-Datei laden, und zwar so, dass wir ganz einfach auf die verschiedenen Sachen zugreifen können. Eine Datei in Python öffnen ist sehr einfach. Wir können einfach hier mit dem Open-Keyword einen bestimmten Dateipfad öffnen, in diesem Fall config.json. Geben dem Ganzen einen Namen, zum Beispiel config-File, und wir wollen jetzt diese config-File in ein Dictionary-Objekt lesen, das nenne ich config, und um das JSON zu verarbeiten, nutze ich das JSON-Modul und nehme hier die load-Funktion und füge hier einfach meine config-File ein und dadurch können wir jetzt quasi das JSON, was in der config-File steht, auslesen und in ein Dictionary umwandeln, damit wir einfach auf die Parameter zugreifen können. Wir sehen hier, dass PyCharm sich beschwert, denn es weiß gerade nicht, was ist JSON. Denn wir haben JSON nicht importiert. Module, die wir benutzen, müssen wir importieren. Das brauchen wir glücklicherweise nicht selber machen. Wir drücken einfach Alt-Enter und nehmen hier einfach den Vorschlag von PyCharm, das Ganze zu importieren. Das war schon der erste Schritt. Wir können das Ganze jetzt testen, indem wir ein Print machen auf config Client-ID. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe mit Steuerung Shift F10, dann sollte hier unten eure Client-ID stehen. Bei mir steht jetzt natürlich hier der Platzhalter, bei euch sollte eure Client-ID hier stehen, wenn ihr diese in der config.json eingetragen habt. Wir entfernen jetzt diese Ausgabe und wir wollen jetzt gerne eine Funktion bauen, die uns einen neuen OAuth-Token von Twitch holt. Als Erinnerung, wir brauchen den OAuth-Token, um mit der Helix API zu reden, um rauszufinden, ob ein Twitch-Nutzer online ist. Wir nennen diese Funktion getAppAccessToken. Twitch braucht bestimmte Parameter, damit es uns unseren Token generiert. Diese Parameter speichern wir als Dictionary. Wir erstellen also ein neues Dictionary, das nenne ich jetzt params. In dieses Dictionary kommt unsere Client-ID. Die holen wir uns aus der Config. Dann das Client-Secret. Auch das holen wir uns aus der Config. Und einen weiteren Parameter müssen wir setzen, der nennt sich GrantType. Und der ist festgesetzt auf den Wert Client Credentials. Jetzt fragt ihr euch sicher, hey, woher weiß der VoJ das? Genau das steht in der Dokumentation von Twitch, die ich euch kurz gezeigt habe. Aber keine Sorge, im Prinzip braucht ihr einfach nur diese Werte setzen und es funktioniert. Wir werden es gleich sehen. Wir müssen jetzt also mit der API von Twitch reden. Das ist nichts anderes, außer mit einer Internetadresse reden, auf eine bestimmte Art und Weise. Und dazu, um sogenannte Requests zu machen an bestimmte Internetadressen, hat Python das Request-Modul. Wenn wir einen Request machen, bekommen wir eine Antwort, also eine Response. Die speichern wir in einer Variable. Und das machen wir jetzt alles hier in einem Schritt.
Wir schreiben also response ist gleich requests, so heißt das Modul, das müssen wir gleich noch importieren. Und die Funktion heißt post, denn wir machen einen post request an eine bestimmte Adresse. Die werde ich jetzt hier aus der Dokumentation reinkopieren. Das ist nämlich https://id.twitch.tv/oauth2/token. Und wir müssen natürlich unsere Params übergeben, die wir vorher definiert haben. So einfach ist es, einen Request zu machen in Python. Jetzt beschwert sich Python wieder, denn das Requests-Modul haben wir nicht importiert. Auch hier wieder Alt-Enter. Und das ist jetzt ein spezieller Fall, denn das Requests-Modul ist nicht Teil der Standard-Python-Library. Wir müssen es erst extra installieren in dieses Projekt. Wir wählen also hier Install and Import Package. Nicht einfach nur Import, sondern Install and Import. Und wenn wir das machen, wird das Ganze installiert und importiert und es funktioniert. Der Import hier oben ist noch ein bisschen unsinnig, denn wir importieren Request as Request. Das ist ein sogenannter Alias. Da der Alias den gleichen Namen hat wie das eigentliche Modul, könnten wir auch einfach diesen Teil hier entfernen. Es wird immer noch funktionieren. Twitch hat uns jetzt eine Antwort geschickt und aus dieser Antwort müssen wir jetzt den Access-Token, also den OAuth-Token, extrahieren. Aus der Dokumentation weiß ich, dass Twitch uns mit JSON antwortet, also dem JSON-Format. Das können wir hier in Python ganz einfach verarbeiten und dann auf bestimmte Felder dieses Formats zugreifen. Wir holen uns jetzt also den Access-Token und speichern ihn in einer Variable. Wir greifen auf die Response zu und rufen die JSON-Funktion auf. Diese Funktion nimmt, was auch immer die Response uns zurückgibt, und versucht es als JSON zu interpretieren und gibt uns im Idealfall ein Dictionary zurück, auf das wir dann zugreifen können. In diesem Fall möchten wir auf das Feld AccessToken zugreifen. Jetzt sollten wir in der Variable AccessToken den AccessToken für Twitch haben und der ist dann von diesem Moment an 60 Tage gültig. Wir wollen den natürlich auch zurückgeben und fertig ist unsere Funktion, um einen AccessToken zu generieren. Ihr seht jetzt schon, manchmal unterstreicht die IDE Dinge grün. Das liegt daran, dass das Formatting, also das Format, das Aussehen der Datei nicht dem Standard entspricht, denn hier gehören zwei Leerzeichen zwischen. Ich könnte das natürlich jetzt einfach fixen, indem ich hier einen Leerzeichen hinzufüge, aber ich kann das Ganze auch einfach fixen lassen von der wunderbaren IDE. Ich drücke einfach STRG ALT L und die Datei wird automatisch formatiert von PyCharm und sieht so aus, wie es der Standard fordert. Unser Ziel ist jetzt immer noch, diesen Access-Token zu bekommen und ihn dann in unsere Config zu packen. Ich werde das jetzt als einmalige Sache machen und ihr müsst nur daran denken, dass ihr nach 60 Tagen wieder einen Token generieren müsst. Dann könnt ihr diese Funktion wieder aufrufen. Ich werde jetzt also einfach hier einmal unsere GetAppAccessToken-Funktion aufrufen und diese gibt mir den Access-Token zurück und ich kann natürlich dann mit Print den Access-Token ausgeben, dann taucht er hier unten auf. Bedeutet, wenn ich diese Datei jetzt ausführe, wird unsere GetAppAccessToken-Funktion aufgerufen. Sie gibt mir den Access-Token von Twitch zurück und ich gebe ihn aus und kann ihn dann nehmen und in meine Config-Datei pasten. Wir probieren das Ganze aus. Ich werde natürlich den Token unleserlich machen für euch, aber trotzdem probieren wir es aus. Und ihr seht, oder ihr seht es vielleicht auch nicht, hier taucht jetzt in der Konsole ein Token auf. Den kopiert ihr euch jetzt einfach, öffnet eure Config.json und ersetzt den Platzhalter mit dem tatsächlichen Token. Jetzt habt ihr alle Zutaten, um mit Twitch zu reden, die Client-ID, das Client-Secret und den Access-Token. Für den nächsten Schritt ist wichtig zu verstehen, wie die Kommunikation mit Twitch funktioniert. Denn wenn ich wissen möchte, ob ein bestimmter Streamer online ist, kann ich Twitch nicht einfach nach dem Streamer-Namen fragen. Stattdessen muss ich Twitch mit einer sogenannten ID fragen. Denn bei Twitch läuft es so, jeder Account bei Twitch hat neben dem Usernamen noch eine User-ID und wir müssen mit der User-ID fragen, ob ein Streamer online ist. Hey Twitch, ist 4711 online? 4711 ist online. Wir müssen also erstmal eine Möglichkeit bauen, die uns erlaubt, zu einer Liste von Namen, von Streamernamen, die entsprechenden IDs zu bekommen. Wir öffnen jetzt erstmal unsere Config. Ihr seht schon, ich habe natürlich gewisse Stellen unkenntlich gemacht, aus Sicherheitsgründen. Wir fügen jetzt einfach hier einen neuen Wert hinzu, und zwar Watchlist. Watchlist ist in diesem Fall eine Liste, also kommen hier eckige Klammern hin und in diese Watchlist schreiben wir jetzt quasi alle Streamer rein, die eine Notification triggern sollen. Das sind die Streamer, die wir beobachten. Wenn einer dieser Streamer online geht, wollen wir es wissen in Discord. Ich schreibe jetzt einfach mal hier eine Liste von Streamern rein. Also einfach eine Liste von Streamern, bei denen wir gerne eine Notification haben wollen, sobald sie online kommen. Jetzt gehen wir zurück in unsere twitch.py-Datei
Unser Ziel ist es jetzt erstmal, die User-IDs für diese Streamer zu bekommen. Wir löschen jetzt hier diese Token-Ausgabe, die brauchen wir erst in 60 Tagen wieder, und definieren eine neue Funktion, die nennen wir getUsers, und die bekommt ein Parameter, nämlich LoginNames. Bedeutet einfach, ich möchte gerne dieser Funktion eine Liste von Namen geben, und für all diese Namen möchte ich gerne die Details, unter anderem auch die ID, haben. Im Prinzip funktioniert das Ganze sehr ähnlich zu dem App Access Token Request. Wir definieren zunächst mal wieder unsere Parameter, die wir übergeben müssen. Das ist ein Dictionary. Und in diesem Fall ist es ganz einfach. Wir brauchen nur einen Parameter, nämlich die Liste der Namen, für die wir diese Details haben wollen. Fertig sind unsere Parameter. Wir können jetzt wieder den Request machen und speichern die Response in einer Response-Variable. Wir machen in diesem Fall aber keinen Post, sondern einen GetRequest. Und die URL werde ich wieder aus der Dokumentation kopieren. Das ist in diesem Fall api.twitch.tv/helix/users. Natürlich müssen wir auch hier unsere Parameter setzen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Erinnert euch daran, wenn wir mit der Helix API reden, brauchen wir den OAuth-Token. Den werden wir als sogenannten Header übergeben. Unsere Header können wir auch wieder als Dictionary definieren. Wir gehen also eine Zeile nach oben, definieren hier ein neues Dictionary, das nennen wir Headers. Und der erste Eintrag nennt sich Authorization. Denkt dran, das A ist groß. Und der Wert besteht jetzt aus einem Wort und unserem Access-Token. Wir benutzen hier also einen Format-String, um das Ganze zusammenzubauen. Also, der Wert ist in diesem Fall Bearer, Leerzeichen, und dann euer Token. Ich habe jetzt hier einen Platzhalter gewählt und kann jetzt hier mit .format diesen Platzhalter ersetzen. Und natürlich ersetzen wir das Ganze mit dem Access-Token aus der Config, also Config Access-Token. Das ist aber noch nicht alles. Wir müssen außerdem Twitch sagen, wer wir sind, also was unsere Client-ID ist. Wir brauchen also einen zweiten Header, Client-ID. Denkt daran, das C und das I sind hier groß. Und auch die Client-ID haben wir bei uns in der Config. Die Header können wir jetzt ganz einfach hier bei dem Request setzen, mit Headers gleich Headers. Und fertig ist unser Request. Auch hier ist die Antwort von Twitch wieder JSON. Wir können also einfach response.json aufrufen. Damit wir uns jetzt erstmal ein Bild machen können, wie das Ganze aussieht, returne ich jetzt einfach diesen Wert, also ich gebe den zurück. Und jetzt können wir hier außen auf der ganz äußersten Ebene diese Funktion aufrufen. Und zwar mit den Login-Names, die wir ja gerade als Watchlist in die Config geschrieben haben. Das Ganze speichern wir in einer Variable und geben den Inhalt der Variable mit Print aus. Wir führen das Ganze aus mit STRG+SHIFT+F10. Ihr seht jetzt hier unten die Ausgabe und ihr seht schon, da steht eine ganze Menge Zeug. Ihr habt hier ein Data-Feld, da ist eine Liste und dort seht ihr die verschiedenen IDs. Ihr seht jetzt hier, ich war an erster Stelle, aber wenn ich ein bisschen nach rechts scrolle, dann dürfte ich irgendwann auch die anderen Einträge finden. Hier zum Beispiel Chris Figge und ihr seht, der Display-Name ist Chris Figge, aber die ID ist eine ganz andere und das ist die ID, die wir brauchen. Ihr seht aber auch, wir haben eine ganze Menge andere Informationen hier drin. Und aufgebaut ist das Ganze als JSON-Objekt mit einem Data-Field und dann haben wir eine Liste. Das ist ein bisschen blöd zu benutzen. Am Ende wollen wir einfach nur wissen, hey, was ist die ID für diesen Nutzer? Was ist die ID von Vojay zum Beispiel? Deswegen werden wir diese Response hier ein bisschen umformatieren. Wir werden ein neues Dictionary aus dieser Response bauen. Und dieses Dictionary hat als Key einfach den Nutzernamen und als Value die ID, also genau das, was wir brauchen. Und wir können dann aus diesem Dictionary für einen Nutzer ganz, ganz einfach die ID holen. Hier benutzen wir jetzt ein wenig Magie, nämlich die Dictionary Comprehension. Bedeutet, wir werden on the fly ein neues Dictionary aus einem anderen Dictionary generieren. Wir gehen also hier wieder in Zeile 32, entfernen das, was wir hier returnen und ersetzen es mit der sogenannten Dictionary Comprehension. Dazu schreiben wir geschweifte Klammern. Jetzt müssen wir definieren, was der Key und der Value ist. In unserem Fall ist der Key Entry Login und dann kommt ein Doppelpunkt und dann der Value, nämlich Entry ID, also die Nutzer-ID, for Entry in response.json data. Das ist schon alles. Sieht kompliziert aus, ist aber ganz einfach. Wir sehen ja hier, wie die Struktur ist. Wir sehen hier, dass wir ein JSON-Objekt haben mit einem Data-Field und da drin eine Liste. Das heißt, wir gehen jeden Eintrag in der Liste durch. For entry and response JSON data, also jeder Eintrag, der in dieser Liste ist. Diesen Eintrag nennen wir Entry.
und wir erstellen ein neues Dictionary, darum die geschweiften Klammern, wobei der Key jeweils für jeden Eintrag der Wert Login ist, also zum Beispiel in diesem Fall Woj, und der Value wäre die ID, also in diesem Fall 41956801 whatever. Und das erzeugt uns ein neues Dictionary. Wenn wir jetzt nochmal das Ganze ausführen, wir können auch einfach mit rechter Maustaste auf die Datei klicken und auf Run klicken. Ich bevorzuge Shortcuts, deswegen STRG-SHIFT-F10. Und jetzt sieht das Ganze viel einfacher aus. Wir haben jetzt einfach hier als Key den Nutzernamen und als Wert die entsprechende ID. Ganz einfach das, was wir brauchen. Als nächstes holen wir uns über die API die Streams von diesen Usern, falls sie natürlich online sind. Hier in der Twitch-Dokumentation seht ihr, dass es dafür den GetStreamsEndpoint gibt und dieser gibt euch eine Response wie hier rechts dargestellt. Ihr bekommt also hier wieder so ein Datafeld und dort steht eine Liste von Streams drinne für die Streamer, die online sind. Damit bekommt ihr sogar noch mehr Informationen. Ihr seht nicht nur, dass der Streamer online ist, ihr seht auch, welches Spiel gespielt wird, was der Titel ist, wie viele Viewer er hat, wann er angefangen hat und welche Sprache es ist und so weiter und so fort. Diese Informationen wollen wir jetzt abfragen für die Liste der IDs, die wir gerade bekommen haben von Twitch. Wir entfernen also zunächst diese Ausgabe, die wir hinzugefügt haben. Wir definieren jetzt hier eine neue Funktion, die nennen wir GetStreams und die bekommt Users als Input. Und gedacht ist es so, dass dieses Users-Objekt hier quasi die Ausgabe von dieser Funktion hier ist. Bedeutet dieses Dictionary, was als Key den Usernamen und als Value die User-ID hat. Wir definieren jetzt hier wieder unsere Parameter als Dictionary. Dieses Mal heißt der Parameter User-ID. Das ist ein wenig verwirrend, weil das die Einzahl ist, aber wir können trotzdem eine Liste von Usern übergeben. Wir nehmen jetzt also von unseren Users nur die Values, also nur die Werte, denn das sind ja die User-IDs und nicht die Usernamen. Dann brauchen wir wieder unsere Header für die Autorisierung. Da kopieren wir uns einfach die Header runter. Wer es sauberer machen will, lagert das natürlich aus, aber in diesem Fall wollen wir das nur schnell erledigt haben. Auch wie wir den Request machen, kopieren wir uns hier rein in die Funktion. Wir müssen jetzt aber natürlich hier die URL ändern. Die kopiere ich mal wieder aus der Dokumentation hier raus. Und jetzt sind wir schon fast fertig. Wir müssen jetzt natürlich die Response zurückgeben als Ergebnis dieser Funktion. Und wir werden das jetzt ähnlich machen wie davor. Das heißt, wir benutzen wieder die Dictionary Comprehension, um ein neues Dictionary zu erstellen, was für uns ein bisschen besser funktioniert als die Original Response. Schauen wir uns nochmal die Original Response an. Dort sehen wir haben ein JSON-Objekt, wir haben ein Data-Feld und da drin ist eine Liste von weiteren JSON-Objekten. Wir hätten jetzt aber ganz gerne ein Dictionary, wo der Key wieder der Username ist, also zum Beispiel Woj, und der Value ist hier diese Stream-Information. Das ist im Grunde ganz einfach und funktioniert sehr ähnlich zu dem, was wir vorher gemacht haben. Wir schreiben hier return, geschweifte Klammern, und jetzt schreiben wir entsprechend entry. Der Key ist in diesem Fall User-Login. Und da sehen wir schon, auch innerhalb der API ist nicht alles konsistent. Das Naming passt nicht immer. Bei dem einen heißt es Login, bei dem anderen Endpunkt User-Login. Aber das ist okay, das passiert jedem, auch Twitch. Und der Wert ist der Entry selbst. Bedeutet, dass wir alle Informationen über den Stream als Wert haben. Für jeden Entry in response JSON data. Also nochmal als Erinnerung, wir nehmen die Response, wir benutzen die JSON-Funktion, um ein Dictionary zu bekommen, selektieren dann hier dieses Data-Feld, was eine Liste von Streams beinhaltet für die Streamer, die wir übergeben haben an die API. Und für jeden Eintrag in dieser Liste erzeugen wir ein neues Dictionary, wobei der Key der Username ist, also User-Login, und der Wert ist diese Stream-Information, also der Entry. Das soll schon gewesen sein, wir testen das jetzt, also zunächst holen wir uns wieder die Users mit dem, was in der Config unter Watchlist konfiguriert ist, speichern das in eine Variable, rufen damit jetzt GetStreams auf, speichern auch das in eine Variable und das Ganze geben wir dann aus mit Print, drücken STRG-SHIFT-F10 und schauen, was rauskommt. Und hier sehen wir jetzt direkt, wer gerade online ist. Man muss dazu sagen, natürlich kriegen wir jetzt nur die Streamer zurück aus unserer Liste, die gerade online sind. Wir haben Glück, Bonjour ist gerade online, der Key in diesem Fall ist einfach der Username, also Bonjour, und der Wert ist die Zusatzinformation über den Stream. Bedeutet, wir sehen hier unter anderem, welches Spiel gespielt wird, die spielen gerade Among Us. Wir sehen auch, was der Titel ist, Mental sabotiert sich selbst. Wir sehen, wie viele Viewer am Start sind und wann der Stream losging. Jetzt wissen wir, wer wann online ist.
Wir können jetzt rausfinden, welcher User online ist. Das ist schon ziemlich cool, aber das Problem ist folgendes. Unser Bot wird später so funktionieren, dass er regelmäßig die GetStreams-Funktion aufruft. Wir wollen jetzt aber nicht jedes Mal eine Notification an Discord schicken. Wir wollen nur dann eine Notification schicken, wenn der Streamer online ist und wir noch keine Nachricht an Discord gesendet haben. Das bedeutet, wir müssen uns irgendwie merken, welcher Streamer gerade online ist, damit wir entsprechend entscheiden können, ob wir eine Notification schicken müssen oder eben nicht. Auf nach PyCharm. Wir löschen erstmal diese Ausgabe, die wir gerade erstellt haben. Und das nächste, was wir erstellen, ist ein Dictionary, in dem wir uns merken, welcher User gerade online ist und wann er online gegangen ist. Dieses Dictionary nennen wir Online-Users. Und zu Beginn ist es einfach leer. Wir werden jetzt eine neue Funktion erstellen und die nennen wir GetNotifications. Die Idee hinter der Funktion ist folgende. Wir werden später diese Funktion mit unserem Bot aufrufen und sie soll nur das zurückgeben, was wir an Discord schicken wollen. Bedeutet, nur die Streamer, für die wir noch keine Notification geschickt haben. Die ersten Schritte sind ganz leicht und wir haben sie auch schon ein paar Mal gemacht. Wir holen uns zunächst die Users mit der GetUser-Funktion für die User, die wir konfiguriert haben, in der Watchlist. Dann holen wir uns die Streams für diese User. Als Erinnerung, die Variable Streams enthält jetzt alle Streams der User, die jetzt gerade online sind. Das heißt, wenn ein User offline ist, taucht er nicht in Streams auf. Jetzt bauen wir uns eine Liste, die nennen wir Notifications. Diese Liste ist leer. Das ist quasi die Liste, die wir jetzt schlau befüllen. Wir gehen jetzt einfach mal jeden User durch, also for Username, in config watchlist, also jeden User, den wir konfiguriert haben. Wenn dieser User nicht in Streams ist, dann bedeutet es, dieser User ist jetzt gerade offline. Was wir dann machen ist, wir greifen auf dieses Online Users Dictionary zu mit diesem User und setzen seinen Wert auf None. Das Dictionary ist erstmal leer, aber im Prinzip soll es als Key jeweils den Nutzernamen beinhalten und als Wert, wann der Streamer online gegangen ist. Wenn ich also das hier mache, dann ist das gleichbedeutend mit er ist offline. Er hat kein Startdate. Ansonsten, also else, bedeutet das, der Streamer streamt gerade. Wir haben ja gerade festgestellt, wenn wir uns die Streams von Twitch holen, sind da eine ganze Menge Informationen. Unter anderem, wann der Stream losging. Dieses Datum werden wir jetzt in Python in ein DateTime-Objekt packen, damit wir damit arbeiten können. Wir definieren also eine StartedAt-Variable und hier nutzen wir jetzt das DateTime-Modul, und zwar genauer gesagt die strptime-Funktion, denn wir wollen ein String, denn das ist das, was wir bekommen, es ist einfach nur ein Text, parsen in ein Time-Objekt, nein, DateTime-Objekt. Darum strptime. Jetzt müssen wir den String angeben. Den holen wir uns aus dem Stream von dem User. Wir greifen also auf Streams zu mit dem Username. Wir erinnern uns, das funktioniert, weil wir hier oben entsprechend das Dictionary so umgedreht haben, dass als Key eben der Username herhält. Der Wert, den wir hier jetzt bekommen, sind die Details des Streams. Wenn wir zurückgehen in die Twitch-Dokumentation, sehen wir, dass es hier ein Feld gibt, das nennt sich StartedAt. Und genau dieses Feld lesen wir jetzt aus. Wir schreiben also hier StartedAt. Das Datum hat ein bestimmtes Format, wie wir hier sehen, und wir müssen Python jetzt erklären, was das Format ist. Das sieht wie folgt aus. Ich habe das mal hier vorbereitet. Wir haben jetzt diese Platzhalter, zum Beispiel ein großes Y wäre das Jahr mit 4 Stellen, zum Beispiel 2021. Hiermit haben wir jetzt das Datum extrahiert. Wir kennen das Spiel bereits. Python beschwert sich hier, weiß nicht, was Datetime ist. Wir müssen es importieren. Alt Enter, Import und schon haben wir es importiert. Wenn wir nach oben gehen, dann sehen wir es hier, wie es importiert wurde. Und jetzt kommt der Trick. Zunächst mal prüfen wir, ob unser Online-Users-Dictionary den Username bereits beinhaltet oder nicht. Das heißt, wenn Online-Users Username None ist, also if Online-Users Username is None, bedeutet das, es ist das erste Mal, dass wir diesen Stream zu Gesicht bekommen. In dem Fall können wir auf jeden Fall eine Notification senden. Ansonsten, darum or, also oder, dürfen wir nur dann eine Notification raussenden, wenn das StartedAt größer ist als das, was wir uns für diesen Nutzer gemerkt haben, nämlich der Eintrag in diesem Online-Users-Dictionary. Das heißt, entweder haben wir diesen Stream noch gar nicht gesehen oder die Startzeit des Streams ist quasi nach dem, was wir uns gemerkt haben. Und wenn das der Fall ist, können wir Notifications verändern und mit Append entsprechend den Stream hinzufügen, also Streams Username. Dadurch
packen wir quasi alle Details dieses Streams in dieses Notification-Objekt. Und natürlich müssen wir jetzt unser Online-Users-Dictionary updaten. Wir setzen also den Wert für diesen User auf StartedAt. Das heißt, im nächsten Durchlauf, wenn wir beim nächsten Mal wieder diesen speziellen Stream bekommen, dann ist das nicht der Fall, denn wir haben das Ganze ja auf StartedAt gesetzt. Und das ist auch nicht der Fall, denn StartedAt ist auf jeden Fall nicht größer als das, was wir uns gemerkt haben, denn es ist immer noch gleich, weil es der gleiche Stream ist, sogar derselbe Stream. Wenn der Streamer jetzt aber offline gegangen ist und wieder online gegangen ist zwischen diesen Updates, dann ist natürlich der Fall, dass StartedAt größer ist als das, was wir uns gemerkt haben. Und auch dann appenden wir hier eine neue Notification und updaten das Startdate. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit. Wenn wir das erste Mal das Programm starten, dann ist Online-Users leer. Das bedeutet, auch wenn der Streamer schon 5 Stunden streamt, wir werden eine Notification bekommen, wenn wir dann erst unseren Bot starten. Das wollen wir aber vielleicht nicht. Wir wollen es vielleicht so haben, dass wenn wir den Bot starten, dass wir nicht für jeden, den wir watchen, eine Notification bekommen, sondern nur dann, wenn er wirklich seit dem Start online gegangen ist. Diese kleine Ungereimtheit können wir ganz leicht beheben, indem wir einen Initialwert in diesem Online-Users-Dictionary für jeden Nutzer der Watchlist erstellen. Wir gehen also in diese Schleife, wo wir eh jeden Nutzer durchgehen, der in der Watchlist steht. Und das erste, was wir machen, wir prüfen, ob der User vielleicht fehlt in unseren Online-Users. Also if username not in Online-Users, dann setzen wir einen Initialwert, nämlich Online-Users username gleich date time UTC now. Ist uns dieser Nutzer also nicht bekannt, setzen wir das Startdate seines Streams einfach auf jetzt. Sollte er dann auf einmal danach online gehen, nachdem unser Bot gestartet ist, greift diese Bedingung hier wieder, denn das Startdate ist natürlich später als das, was wir gesetzt haben, und dadurch kriegen wir eine Notification. Jetzt haben wir hier am Ende die Liste der Notifications, und zwar nur für diejenigen Streamer, die online gegangen sind, nachdem der Bot gestartet wurde und für die wir noch keine Notification geschickt haben. Die können wir jetzt einfach hier returnen, also zurückgeben. Falls ihr das hier nachbaut, denkt dran, bei Python ist die Einrückung sehr wichtig. Achtet also darauf, dass die Einrückung hier richtig ist, damit alles, was zusammengehört, auch auf der gleichen Ebene ist. Und damit sind wir jetzt schon mit dem Twitch-Teil fertig. Wir haben jetzt alle Zutaten für unseren Bot. Das heißt, der nächste Schritt ist, wir schreiben unseren Discord-Bot, der die Notifications schickt. Bevor wir uns um den Code kümmern, müssen wir erstmal bei Discord unseren Bot erstellen. Dazu geht ihr einfach ins Discord Developer Portal. Wenn ihr euch eingeloggt habt, sieht das Ganze wie folgt aus. Ihr seht hier, dass ich schon ein paar Applikationen habe. Eine neue Applikation können wir jetzt über den Knopf New Application hier oben rechts erstellen. Das machen wir jetzt auch. Der Name in diesem Fall ist Vojay Notify oder was immer ihr mögt. Und dann klickt ihr auf Create. Ihr könnt jetzt hier, wenn ihr wollt, ein Profile Picture nehmen, eine Description, was auch immer. Hier habt ihr wieder diverse Dinge, die ich jetzt wieder unleserlich gemacht habe, wie die Application ID und den Public Key. Das brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Wichtiger ist, dass ihr jetzt links hier auf Bot klickt. Denn Discord-Applications sind nicht zwangsweise immer Bots. In diesem Fall brauchen wir aber einen Bot. Darum klicken wir auf Add Bot hier rechts. Discord fragt uns nochmal, hey, willst du das wirklich machen? Yes, do it. Jetzt haben wir einen neuen Bot. Der hat auch schon ein Username und eine User-ID. Und das wirklich Wichtige ist mal wieder der Token. Ihr seht schon hier, Click to Reveal Token. Wenn ich da jetzt draufklicke, steht hier mein Token, den ich natürlich unleserlich gemacht habe. Kopiert euch bitte diesen Token und geht dann in das Projekt, in die Config.json, fügt ein neues Feld unten hinzu, das nennt ihr Discord-Token, und fügt hier, wo ich jetzt XXX geschrieben habe, einfach euren Token ein. Zurück zum Developer Portal, denn wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen natürlich jetzt diesen Bot auf unseren Server einladen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dazu klickt ihr hier links auf OAuth 2, scrollt hier runter und wählt hier in der Mitte Bot aus. Ganz unten seht ihr eine URL, die erzeugt wurde. Diese kopiert ihr euch jetzt und öffnet diese URL in eurem Browser. Was ist passiert? Das war der Einladungslink
für unseren neuen Bot. Ich habe diverse Server, auf denen ich den Bot hinzufügen könnte, wähle jetzt aber hier Vozone Playground, das ist einfach ein Testserver von mir, und klicke auf Autorisieren. Mal wieder muss ich bestätigen, dass ich ein Mensch bin. Und fertig, der Bot ist jetzt auf dem Discord-Server. Ich habe jetzt hier kurz mein Discord geöffnet und ihr seht bereits, hier rechts unter Offline steht VoJNotify, unser neuer Bot, den wir gerade erstellt haben. Jetzt müssen wir den Bot Leben einhauchen. Die Bot-Logik werden wir in eine neue Python-Datei schreiben. Deswegen erstellen wir eine neue Datei, die nennen wir bot.py. Das Coole an Python, es ist super einfach, in diesem Bot jetzt die Funktion aus TwitchPy zu nutzen. Wie das geht, seht ihr gleich. Bevor wir loslegen, müssen wir allerdings noch eine neue Dependency installieren. Dazu klicken wir diesmal hier auf File, Settings, gehen hier unter Project und dann euer Projektname auf Python Interpreter, klicken auf das kleine Plus. Hier suchen wir jetzt nach discord.py. Das ist die Library, die wir benutzen für unseren Discord-Bot. Wichtig ist, es muss wirklich discord.py und nichts von den anderen Dingen sein. Klickt dann auf Install Package, warte kurz, bis PyCharm fertig ist und ihr könnt die Fenster wieder schließen. Jetzt geht's erstmal los damit, dass wir ein paar Sachen importieren. Wir schreiben from discord.ext import commands. Das ist das erste, was wir brauchen. Das zweite ist folgendes. From discord.ext .tasks import loop. Wir werden gleich sehen, wofür wir das brauchen, aber wir brauchen noch eine weitere Sache, denn unser Bot soll ja diese getNotifications-Funktion aus der twitch.py-Datei aufrufen. Die müssen wir auch importieren. Und das geht wirklich einfach. From Twitch import getNotifications. Und schon haben wir hier die Funktion importiert, die wir in der anderen Datei geschrieben haben. Das ist jetzt alles ausgegraut, weil wir die Sachen noch nicht benutzen, aber das kommt jetzt. Als erstes erstellen wir einen neuen Bot. Bot gleich commands bot. Und hier müssen wir jetzt einen sogenannten Command-Präfix angeben. Ich wähle einfach mal das Dollarzeichen. Und jetzt definieren wir unseren ersten Command. Wir werden einfach einen Ping-Command implementieren, damit wir den Bot testen können. Das machen wir wie folgt. Wir definieren eine neue Async-Funktion. Die nennen wir Ping. So wird auch der Command in Discord heißen. Ping bekommt den Context oder kurz CTX. Das regelt für uns diese Discord-Library. Der Kontext gibt uns Informationen darüber, in welchem Channel die Nachricht geschrieben wurde oder der Command, welcher User den Command geschrieben wurde, und mit dem Kontext können wir selber Nachrichten schicken. Wir benutzen den Kontext hier, um selber eine Nachricht als Antwort zu senden. Wir schreiben einfach await ctx send pong. Das ist leider noch nicht alles, denn wir müssen DiscordPy noch erklären, dass es sich hier um einen Command handelt. Das machen wir mit einem sogenannten Decorator. Decorators definiert man mit einem @-Zeichen und man schreibt sie über die Funktion. Der Decorator hier ist bot.command. Das war es jetzt aber schon, um diesen Command zu definieren. Unser Bot kann jetzt einen Ping verarbeiten. Jetzt wird es aber wirklich spannend. Wir möchten jetzt, dass unser Bot die getNotifications-Funktion alle x Sekunden aufruft. Also immer wieder guckt, hey, ist der Streamer online? Hey, ist der Streamer online? Und wenn der Streamer online geht, also wir diese Notifications bekommen, dann schickt er Nachrichten an Discord. Wir definieren jetzt erstmal die Funktion dafür. Also, das ist wieder eine Async-Funktion. Die nennen wir check Twitch online streamers. Diesmal haben wir keinen Kontext. Das funktioniert jetzt ein bisschen anders. Wir müssen uns jetzt erstmal einen Channel holen, in den wir das Ganze reinschreiben wollen. Wir rufen dazu auf dem Bot die getChannel-Funktion auf. Und jetzt brauchen wir eine ID. Geht dazu in euren Discord, klickt mit rechter Maustaste auf den Kanal und klickt dann auf ID kopieren. Macht das für den Kanal, wo ihr diese Notifications hinhaben wollt. Diese ID fügen wir hier ein. Sollte es passieren, dass es diesen Channel nicht gibt oder er gelöscht wird, müssen wir natürlich an dieser Stelle diese Funktion beenden. Also if not channel return. Das ist die Kurzform für falls der Channel none ist, also nicht bekannt ist, also nichts ist, dann verlasse die Funktion. Jetzt holen wir uns die Notifications. Notifications gleich get notifications. Wir rufen also die Funktion auf, die wir vorhin geschrieben haben. Und für jede Notification in Notifications schicken wir jetzt eine Nachricht an Discord. Das können wir mit dem Channel machen. Also await channel send. Und hier können wir jetzt ganz einfach einen String reinfügen, also das, was wir schreiben wollen. Streamer Platzhalter ist jetzt online. Da machen wir einen Doppelpunkt und noch einen Platzhalter. Und diese Platzhalter füllen wir zum einen natürlich mit dem Streamer-Namen. In dem Fall ist das Notification
User-Login und den zweiten Platzhalter ersetzen wir mit der gesamten Notification. Das machen wir einfach, um zu schauen, was wir noch so für Informationen haben und dass wir einfach mal alle Informationen in Discord bekommen, die wir zu dem Stream kennen. Wir müssen jetzt Discord Pi beibringen, dass diese Funktion alle x Sekunden aufgerufen werden soll. Dazu brauchen wir einen Decorator. Wir gehen also über die Funktion und schreiben hier @loop. Loop ist jetzt ein anderer Decorator. Und hier können wir jetzt angeben, wie oft das aufgerufen werden soll. Ich schreibe jetzt hier seconds 90. Bedeutet, alle 90 Sekunden wird geprüft, ob die Streamer online sind. Bitte flippt hier nicht aus. Macht hier nicht jede Sekunde oder sowas. Ihr könnt ganz, ganz leicht von Twitch geblockt werden, wenn ihr das macht. Und ihr solltet hier auch freundlich sein und 90 Sekunden sind, finde ich, völlig ausreichend. Worst case ist, der Streamer ist 1,5 Minuten online und dann kriegt ihr erst die Notification und das ist völlig okay. Das war's jetzt fast. Jetzt müssen wir den Bot starten. Dazu brauchen wir den Token, den wir von Discord bekommen haben. Der steht in unserer Config. Wie wir die Config laden, haben wir bereits hier in der Twitch Pi gelernt. Ganz oben steht with open config json config gleich json load config file. Diesen Teil kopieren wir uns, gehen in die Bot Pi Datei und fügen das hier ein. Auch hier müssen wir natürlich wieder json importieren, also alt enter import json. So sehen die Imports jetzt aus. Dann müssen wir noch unseren Loop starten, also wir müssen sagen, dass das hier jetzt losgeht, ab jetzt alle 90 Sekunden. Dazu schreiben wir einfach check Twitch Online Streamers.start und jetzt ist es an der Zeit, unseren Bot zu starten. Bot.run startet den Bot. Hier müssen wir den Token übergeben. Der steht in der Config als Discord Token. Und fertig ist der Bot. Das ist alles. Um das Ganze noch ein bisschen sauberer zu machen, würde ich diese beiden Anweisungen hier noch in die sogenannte Main-Methode packen. Das bedeutet, dass wir damit kennzeichnen, hey, hier ist der Haupteinstiegspunkt für unser Programm. Das geht wie folgt. If Name gleich Main, Doppelpunkt. Und dann müssen diese beiden Anweisungen eingerückt werden. Und so haben wir auch einen Einstiegspunkt. Wir sehen, dass PyCharm das direkt erkennt, hat hier dieses grüne Dreieck, dieses Play-Zeichen. Das ist es, Leute. Euer Discord Python Bot ist fertig. Der wird jetzt immer Notifications raushauen, wenn ein Streamer online geht. Wir starten das Ganze. Wir können hier auf das Dreieck klicken und dann auf Run Bot. Und sehr unspektakulär, der Bot ist gestartet. Wir öffnen jetzt Discord und wir sehen hier, dass VoJ Notify online ist. Und wenn ich jetzt hier in den Channel unseren Ping-Command schreibe, antwortet VoJ Notify mit Pong. Und wenn jetzt einer der Streamer dieser Liste online geht, dann kriegen wir hier eine Notification. Also Zeit für einen Kaffee. Warten wir kurz, bis jemand online geht. 2000 Jahre später. Und da, Überraschung, die Nachricht kam rein, Streamer Bondra ist jetzt online und hier sehen wir nochmal alle Details, die wir dazu haben. Die Nachricht sieht jetzt nicht wunderschön aus, aber sie ist informativ. Wir wissen, dass Bondra online ist und eure Hausaufgabe könnte sein, dass ihr diese Nachricht jetzt schöner formatiert und fertig ist euer Twitch Notification Bot. Das ist auf jeden Fall schon ein mega Ergebnis, mit dem ihr arbeiten könnt. Der Nachteil ist natürlich, ihr müsstet den Bot jetzt die ganze Zeit im PyCharm am Laufen haben. Das ist sehr ärgerlich. Darum zeige ich euch jetzt noch, wie ihr den Bot bauen könnt und als ausführbare Datei auf eurem Computer oder auf einem Server laufen lassen könnt, sodass der Bot immer da ist. Im letzten Schritt lernt ihr, wie ihr aus dem Discord-Bot eine Standalone-Anwendung machen könnt, die entweder auf eurem Rechner läuft oder auf einem Server. Dazu benutzen wir eine Library, die nennt sich PyInstaller. Lasst euch bitte nicht von diesem altmodisch anhauchenden Logo irritieren. PyInstaller ist eigentlich eine ganz coole Sache. Wir gehen ins Projekt und müssen zunächst mal die Abhängigkeit hinzufügen. Wir klicken also auf File, Settings, gehen hier wieder auf Project, Python-Interpreter auf das kleine Plus und suchen nach PyInstaller. Wir klicken auf Install Package und warten, bis es fertig ist. Wenn ihr grünes Licht habt, könnt ihr die Fenster wieder schließen. Damit habt ihr jetzt PyInstaller. Und jetzt könnt ihr bereits eine ausführbare Datei für Windows erstellen. Vorausgesetzt, ihr arbeitet natürlich wie ich hier unter Windows. Klickt jetzt einfach mal hier unten auf Terminal. Jetzt öffnet sich ein neues Terminal, mit dem ihr arbeiten könnt. Dort habt ihr jetzt den PyInstaller-Befehl. Warum habt ihr den?
weil ihr euch in der VN, also in der virtuellen Umgebung von Python hier befindet, die PyCharm für euch organisiert. Dort haben wir diese Abhängigkeit gerade installiert, deswegen können wir jetzt auf PyInstaller zugreifen. Jetzt schreibt einfach mal PyInstaller, das ist der Befehl, um eine ausführbare Datei zu generieren, minus groß F, das bedeutet, am Ende wollen wir eine einzige Datei haben, eine Exe-Datei. Minus minus clean bedeutet, wir wollen gerne, bevor wir anfangen, aufräumen, wenn noch irgendwelche alten Sachen da sind, wegschmeißen. Minus y, falls wir vorher schon eine Exe-Datei generiert haben, wollen wir diese überschreiben, ohne dass wir extra nochmal das bestätigen müssen. Minus minus dist pass dist. Das ist quasi der Ordner, wo am Ende die Exe-Datei landet. Jetzt müssen wir die Datei angeben, die wir umwandeln wollen in eine Exe-Datei, also bot.py. Und jetzt können wir einfach Enter drücken und die Magie passiert. Wir haben jetzt erfolgreich eine Exe-Datei erstellt. Jetzt können wir einfach mal mit rechter Maustaste hier auf unser Projekt klicken und Open in Explorer auswählen. Wir kriegen hier jetzt ein neues Fenster in Windows und dort können wir in diesen Ordner gehen und haben dort auch den Dist-Ordner und dort eine bot.exe-Datei. Bevor wir die ausführen, müssen wir noch unsere config.json neben die Exe-Datei legen, denn natürlich ist die config.json nicht Teil der Exe-Datei, sondern eine externe Datei. Mit Steuerung C kopieren wir die Datei, gehen in den Dist-Ordner, fügen sie ein. Jetzt haben wir die bot.exe und die config.json. Doppelklicken auf bot.exe und unser Discord-Bot läuft. Wir brauchen PyCharm nicht mehr. Wir können jetzt theoretisch PyCharm schließen. Alles ist cool. Einfach die bot.exe starten und unser Bot läuft jetzt als eigenständiges Programm. Als Beweis öffne ich nochmal Discord, gebe ein $ping. Unser Bot antwortet mit Pong, hier haben wir WoJay Notify und all das läuft hier in diesem Fenster als eigenständige Exe-Datei. Das ist schon viel einfacher, jetzt braucht ihr schon mal keinen PyCharm mehr. Aber wie bekommt man das jetzt auf einen Linux-Server? PyInstaller hat einen entscheidenden Nachteil. Man kann nur eine ausführbare Datei erstellen für das System, mit dem ich arbeite. Bedeutet, ich kann mit PyInstaller jetzt gerade nur eine Windows-Exe-Datei erstellen. Dafür gibt es eine Lösung. Die nennt sich Docker. Docker ist eine Software, mit denen wir Container-Virtualisierung erreichen können. Stellt euch das so ein wenig vor wie virtuelle Maschinen, sowas wie VirtualBox, nur viel leichtgewichtiger. Wir können jetzt mit Docker einen Linux-Container erzeugen und in diesem Linux-Docker-Container führen wir PyInstaller aus. Damit das funktioniert, braucht ihr auf eurem Computer Docker. Es gibt Docker für Windows. Das einfach hier herunterladen und installieren. Die Installationsanleitung findet ihr hier auf der Seite. Wenn ihr es installiert habt, habt ihr ein Programm, das wie folgt aussieht. So sieht es aus, es ist gestartet und ihr habt jetzt Docker auf eurer Windows-Maschine. Das ist Voraussetzung für den nächsten Schritt. Unser Plan ist jetzt, dass wir in dem Docker-Container dieses Projekt reinkriegen, die Abhängigkeiten vom Projekt installieren und mit PyInstaller innerhalb des Docker-Containers eine Linux-ausführbare Datei erstellen. In diesem Fall für das Debian-Betriebssystem. Damit das geht, müssen wir jetzt eine sogenannte Requirements.txt erstellen. Das heißt eine Datei, in der drinne steht, was für Abhängigkeiten unser Projekt hat, damit wir diese im Docker-Container installieren können. Das geht ganz einfach. Klickt hier unten wieder auf Terminal und schreibt einfach pip. PIP Leerzeichen Freeze, pip ist quasi der Paketmanager von Python, den wir benutzen, dann eine spitze Klammer nach rechts, denn wir wollen die Ausgabe von diesem Befehl umleiten in eine Datei und dann schreiben wir requirements.txt, drücken Enter, das war's, wir können das Terminal schließen und wir haben jetzt hier eine requirements.txt und wir sehen schon, da sind alle Sachen drin, die wir brauchen, auch PyInstaller oder eben Discord Py. Das waren schon alle Voraussetzungen und jetzt kommt die dunkle Magie. Für die dunkle Magie brauchen wir ein dunkles Fenster, also öffnen wir wieder ein Terminal. Und jetzt wird spannend, Leute. Der Befehl, den wir brauchen, ist folgender. Wir schreiben Docker, denn wir wollen mit Docker arbeiten. Wir wollen mit Docker etwas ausführen. Zunächst mal müssen wir dieses Projekt in den Docker-Container reinkriegen. Das geschieht mit sogenannten Volumes. Wir können einen Ordner als Volume in einen Container reinmounten. Das Flag hierfür ist minus V. Wir wollen den aktuellen Ordner haben, also %cd%. Und in der Dockerbox wollen wir das Ganze nach /tmp mounten.
Das heißt, was immer wir in dem aktuellen Ordner haben, wird einfach nach /tmp gepackt. Mit --rm räumen wir hinter uns auf. Dann müssen wir noch unser Base-Image angeben. Das heißt, was ist die Basis für unseren Docker-Container? Aus Kompatibilitätsgründen nehme ich jetzt nicht die letzte Version, die es gibt, sondern eine Version davor, damit wir sicher gehen können, dass es auf möglichst vielen Systemen funktioniert. Derzeit bedeutet das, wir nehmen das Image Python --3.7-stretch. So heißt einfach das Docker-Image, was wir benutzen wollen. Das hat schon Python 3.7 vorinstalliert auf einem Debian-Stretch-System. In dem Docker-Container wollen wir jetzt bin-bash ausführen. Wir wollen also einen Bash-Befehl ausführen. Und zwar folgenden Command -c für Command. Dann nicht vergessen die Double Quotes. Wir müssen den gesamten Command hier in Double Quotes packen. Und das, was wir jetzt hier reinschreiben, wird innerhalb vom Docker-Container ausgeführt. Als erstes installieren wir die Dependencies mit pip, P-I-P, Leerzeichen, install -r /tmp/requirements.txt. Als Erinnerung, wir haben im Projekt eine requirements.txt. Wir haben das Projekt nach /tmp gemountet. Das heißt, unser requirements.txt im Docker-Container liegt in /tmp/requirements.txt. Das installiert die Abhängigkeit. Als nächstes, danach, also und, möchten wir noch einen Befehl ausführen, und zwar wieder PyInstaller. So ähnlich, wie wir es gerade gemacht haben. PyInstaller -F für one file, --clean vorher aufräumen, -y alte Dateien überschreiben. Unser WorkPath ist in diesem Falle tmp/build. Das ist einfach quasi, wo temporäre Dateien, die während des Bauprozesses erzeugt werden, abgelegt werden. Und unser distPath, wir erinnern uns, das ist der Pfad, wo die ausführbare Datei hinkommt, ist /tmp/dist. Und der Einstiegspunkt ist /tmp/bot.py. Behaltet in Erinnerung, /tmp referenziert hier im Prinzip auf das Projekt, weil wir das als Volume gemountet haben. Jetzt führen wir diesen wahnsinnig schönen Befehl aus. Wir sehen jetzt erstmal, dass Docker dieses Image Python 3.7 Stretch zieht. Das dauert kurz, aber das dauert auch nur beim ersten Mal ein wenig, denn danach behalten wir das Image und dann geht es ganz schnell. Jetzt sind wir schon an dem Schritt, dass wir die Requirements.txt verarbeiten und die Abhängigkeiten installieren. Und fertig! Wir haben jetzt hier eine neue ausführbare Datei. Wir können ja einfach mal kurz schauen, was jetzt hier im Dist-Ordner los ist. Wir haben eine Bot-Exe und hier eine andere Bot-Datei. Das ist eine ausführbare Datei für Linux. Und zwar für das Debian-Betriebssystem. Und so eine Datei könnt ihr jetzt auf einen beliebigen Debian-basierten Server packen und dort ausführen. Ich zeige euch das ganz kurz exemplarisch, wie das funktioniert. Zunächst kopieren wir jetzt die Bot-Datei von meinem lokalen Rechner auf meinen Server. Das können wir machen mit scp dist bot voj.stream, so heißt mein Server, und dort in den User-Ordner. Und wir sehen hier, der Bot wurde übertragen. Außerdem müssen wir noch die config.json-Datei auch auf meinen Server kopieren. Jetzt verbinde ich mich per SSH auf meinen Server. Damit der Bot dauerhaft läuft, könnte ich beispielsweise eine sogenannte Screen Session erstellen. Das mache ich mit screen-s, um ihr einen Namen zu geben, Bot. Jetzt bin ich in einer Screen Session. Hier kann ich jetzt den Bot ausführen. Der befindet sich hier direkt im User-Ordner, denn dort habe ich ihn hochgeladen. Und der Bot startet mit Steuerung A und dann auf D kann ich mich von der Screen Session detachen. Und wenn ich jetzt screen-ls mache, sehe ich hier, dass es neben der Minecraft Screen Session eine Bot Screen Session gibt. Und ich disconnecte mich jetzt vom Server und schließe einfach mal alles, was ich hier aufhabe. Jetzt habe ich hier nur mein Desktop am Laufen, hole mir Discord hervor und wir sehen, VoJ Notify ist immer noch online. Ich kann immer noch Ping ausführen und ich werde immer noch Twitch Notifications hier in Discord bekommen, denn jetzt läuft dieser Bot auf meinem Server. Ich hoffe, ich habe euch beim letzten Teil jetzt nicht verloren. Zugegeben, ein wenig Vorerfahrung ist dafür erforderlich, aber ich hoffe, ich konnte euch damit trotzdem helfen. Und wenn ihr Fragen habt, Probleme mit dem Code oder sonst was, kommt bitte bei mir auf den Discord. Wir helfen euch gerne. Außerdem gibt es bei mir regelmäßig Livestreams auf Twitch. Auch dort könnt ihr Fragen zum Thema Programmieren stellen. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen und lass auch gerne ein Like, Abo oder Kommentar hier, damit der YouTube-Algorithmus glücklich ist. Und ich freue mich, dich beim nächsten Video zu sehen. Hau rein!